Ich hatte ja schon angekündigt, dass es am Sonntag ein kleines Video geben wird. Und zwar werden wir die 6R-Regel jetzt mal auf 8R upgraden. Und zwar sprechen wir über die richtige Entsorgung und richtige Lagerung von Arzneimitteln. Nach dem Intro. Alles zum Thema ambulante Pflege findest du hier. Bei Ambulant Blogged. Dein Pflege- und Gesundheitsblog im Netz. Wir starten einfach mal mit der richtigen Lagerung und bei der richtigen Lagerung gibt es auf jeden Fall einige Sachen zu beachten, also die man beachten sollte. Jetzt bewegen wir uns natürlich im Kontext ambulante Pflege auch nochmal in einem ganz speziellen Bereich, weil wir natürlich nicht so viele Einflussmöglichkeiten haben, wie jetzt beispielsweise im stationären Bereich. Aber dennoch haben wir ja auch eine beratende Funktion und wir müssen auf jeden Fall die Patienten oder auch die Angehörigen beraten, wenn wir zum Beispiel sehen, dass die Medikamente schlecht gelagert sind. Und ein schlechter Lagerungsort ist zum Beispiel das Badezimmer wie auch die Küche, weil dort sind die Medikamente hohen Temperaturunterschieden ausgesetzt, im Badezimmer auch noch hoher Luftfeuchtigkeit und deshalb sollte man auf jeden Fall gucken, entweder zum Beispiel im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, wo die Medikamente halt möglichst nicht so hohen Temperaturunterschieden, möglichst lichtgeschützt und natürlich auch sicher gelagert sind. Sicher zum Beispiel vor Kindern geschützt gelagert sind oder auch, wie in unserem Fall, vor demenziell veränderten Menschen. Da gibt es natürlich auch noch Alternativen. Wir arbeiten auch oft mit einer sogenannten Medibox. Oder man muss sich halt einen Ort in der Wohnung suchen, wo die demente Person dann halt keinen Zugang zu hat. Aber das ist auf jeden Fall erfahrungsgemäß immer sehr schwierig, weil auch wenn die Person 95 Jahre alt ist und hochgradig dement ist, den Zugang zu den Medikamenten findet sie dann doch irgendwie. Dann ist es natürlich auch noch wichtig zu beachten, dass die Medikamente in der Umverpackung gelagert sind, dass der Beipackzettel immer auch dabei ist, dass zum Beispiel, wenn Tropfen aufgemacht werden, dass auch ein Anbruchdatum draufgeschrieben wird, dass zum Beispiel bestimmte Augentropfen natürlich dann auch dementsprechend im Kühlschrank gelagert werden oder bei Insulin ist es zum Beispiel auch so, das muss dann auch im Kühlschrank gelagert werden. Da muss man dann individuell immer gucken, den Beipackzettel lesen oder halt mit dem Apotheker oder mit dem Arzt sprechen. Aber am besten ist es eigentlich, mit dem Apotheker zu sprechen, der kennt sich in der Regel auch gut aus. Oder ihr lest halt, wie gesagt, den Beipackzettel. Dann sollte man natürlich auch, wenn wir jetzt schon bei Lagerung sind, auch auf die Haltbarkeit immer achten, also immer mal einen Blick drauf werfen. Auch Tabletten haben halt ein Haltbarkeitsdatum und man sollte auf jeden Fall auch immer da gucken. Man sollte sich aber nicht nur auf das Haltbarkeitsdatum verlassen, sondern natürlich auch gucken, wie sieht die Verpackung aus, wie sehen die Tabletten aus, riechen die komisch, haben die irgendwie eine komische Konsistenz oder eine komische Farbe, Verfärbung. Dann sollte man halt auch nochmal Rücksprache mit dem Apotheker halten oder die Medikamente dann auch entsorgen. Direkt vorweg, ganz, ganz wichtig. Medikamente gehören weder in die Toilette noch ins Waschbecken. Weil dann landen diese Arzneimittel in unserem Abwasser und wir kriegen sie natürlich am Ende alle retour, wenn es jeder so macht. Aber da kriegen wir alle einen schönen Cocktail. Und ich glaube, da möchten wir alle eher drauf verzichten. Deshalb Medikamente entweder in den Hausmüll, also in die schwarze Tonne, Restmüll, Hausmüll, ich weiß nicht, wie ihr dazu sagt. Oder ihr könnt die Medikamente auch, das müsst ihr aber vor Ort erfragen, bei eurer Apotheke abgeben. Die haben oftmals auch eine Altarzneitonne. Oder ihr könnt die zum Bauhof oder Recyclinghof bringen. Die vollständig geleerten Blister, die könnt ihr auch über die gelbe Tonne entsorgen. Aber da solltet ihr dann auch wirklich darauf achten, dass diese vollständig geleert sind. Und das kann natürlich auch ganz normal in die Papiertonne. Dann gibt es natürlich noch zum Beispiel Insulinnadeln oder anderes Spritzbesteck, das auch in einen dafür vorgesehenen Abfallbehälter kommt. Dieser Behälter, auch ganz wichtig, kommt auch in den Hausmüll. Nicht in die gelbe Tonne, sondern auch in den ganz normalen Hausmüll. Dann ist es in der Praxis so, die Medikamente sind oft in irgendwelchen Tüten gelagert und da fliegt alles kreuz und quer rum. Als Tipp, nehmt einen Schuhkarton, da ist es schon ein bisschen aufgeräumter. Oder holt euch in einem schwedischen Warenhaus irgendeine Box.
am besten lichtgeschützt. Und wie gesagt, alternativ gibt es halt auch was zum Abschließen. Wir werden hier bei Ambulant Blockt auf jeden Fall noch über Rechtliches sprechen. Wir werden noch über die korrekte Verabreichung von Medikamenten sprechen. Dazu werden wir euch auch ein praktisches Video zeigen, also sozusagen ein Anwendungsvideo, weil ich es immer gut finde, wenn man auch wirklich mal zeigt an einer Person, wie man eine vernünftige Medikamentenverabreichung durchführt. Und ja, dann vielleicht noch ganz spannend für alle Leute, die jetzt bald ihr Examen machen oder auch vielleicht am Anfang sind, ist eigentlich egal. Wir werden eine komplette Prüfungssimulation hier zeigen. Das heißt, wir werden zeigen, wie eine praktische Examensprüfung abläuft, also Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung, Reflexionsgespräch. Wir werden Interviews mit den Dozenten führen, also worauf kommt es an, worauf achten die Dozenten, was ist wichtig aus Sicht des Auszubildenden. Wie gesagt, es wird spannend weitergehen, deshalb bleibt am Ball und ich sage schönen Sonntag. Bis dahin, meine Freunde der guten Pflege.